Wer guckst du denn so? Ist deine Mutter eine Faultier oder warum siehst du so müde aus? Ist dein Vater ein Iltis oder wieso stinkst du so? Super reagiert! Super! Wo hast du das weggeholt? Ja, riech doch mal, wie du müffelst! Ich hab doch Deo dran! Mir hat Deo unter die Arme! Scheiße! Wo ist Kaffee? Ey, jetzt habt ihr doch... Wir wollten mir nur noch fertig machen, ne? Wieso? Ihr habt... Ich komm doch auf! Drei sind wir immer! Wir machen doch sonst immer genug Kaffee! Was kann ich so blöd gucken? Heute Pfeiler setzen, wie das letzte Video. Bis zum Ende. Das wird durchgezogen. Heute ist Pfeiler Ende. Ich muss mir Kaffee auch noch selbst machen, das ist doch wohl nicht wahr. Da sitzt du hier zu oxidieren. Schau nur Kaffee. Und wenn mir kommt, ist kein Kaffee mehr da. Nein, ja, mei. Aviva, bub, aviva, bub, alia, ja, ja, papa. Das ist geil, das Lied. Nein, 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 Mami. Wundert euch bestimmt, dass mir so gut drauf ist. Aber es wird langsam so Frühling und Sommer, dann wird mir mein Herz blüht auf und dann singe ich gerne. Mi, 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 mi. Wieder Zeit, dass der Ball wieder rollt und die Zuschauer hier sind und wir können wieder ein Bierchen trinken. Und dann singen wir alle. Der Fußball hat uns wieder. Käffchen hin oder Käffchen. Ah! Zitter mir links, zitter mir rechts. Aber da zitter ich mich auf dem Stuhl. Mir kann heute nix Laune verderben. So. Hm. Es heißt. Dann zuckt der Dill, dann zuckt der Dill. Immer noch am Maul. Quedelbensaul, ja, dann ist dann zuckt der Dill. Das war so ein geiles Lied. Ja. Was haben wir da über den. Ich kann ja nicht tanzen, ne? Aber das konnte ich. Ne? Arsch voll, gestrichen voll und dann ging er ab. Und dann muss er mal machen, wenn du ein Charlie-Glas in der Hand hast. Und dann ist es am Zuckte Bild. Das waren so affengeile Zeiten. Da wurden auch richtig gefeiert, muss man echt sagen. Wow. Nicht nur, nee, da haben wir alle wirklich. Wir haben hier unten in den Katakomben haben wir gesessen, wo jetzt Umkleidekabinen sind. Da hatten wir einen ganz kleinen Raum, wo wir Spieler und Spielerfrauen immer alle zusammen gesessen haben. Gegrillt und dann richtig. Nein, draußen natürlich. Kann man so dumme Fragen stellen. Man grillt nicht drin mit Kohle. Früher war mir noch ein strammer Mann, da ging er noch richtig ab. Heute bin ich nur noch stramm. Oh, was hatten wir schöne Zeiten. Das vermisse ich. Jetzt auch. Nach dem ganzen Corona-Scheiß und das. Ich vermisse einfach die Leute. Mal wieder richtig schön zu quatschen. Ich meine, quatschen tue ich ja mit euch auch, aber dann... mal andere Leute zu sehen, als immer Kettwiesel und Brummbär. Den ganzen Tag in so blöde Gesichter guckt, dann kriegst du einen Marmel. Ein Song habe ich noch. Mir geht jetzt auf den Unterberg. Mir geht. Aufregend heute. Heute ist so ein schöner Tag. Heute regt mich mein Hinke auf. Also wir sind ganz lieb und dann kriegen wir es beide auch ratzfatz hin. Ja? Da habe ich die Idee gehabt, es gibt das auch in Schwarz, das Trikot. Und ob Derbystar eventuell die Möglichkeit hat, oben auf der Schulter sind ja so weiße Streifen und das Derbystar-Zeichen ist in weiß, ob die da die Möglichkeit haben, das nicht in weiß zu machen, sondern in pink, sodass du quasi einen schwarzen... Was will der? Hey, Skirrat, du kannst wohl einen pinken Schlüpfer kriegen, aber kein pinken Trikot. Natürlich, Derbystar macht für dich eine eigene Kollektion. Kriegst auch noch einen lila Stutzen, oder was? Also mir wird sowas von schlecht, wird mir. So, hier wird jetzt vernünftig gearbeitet mit... und kein Blödsinn mehr. Wir brauchen jetzt Sackkarte. Aua. Aua. Wieso ist hier denn wieder Licht da? Wer war hier denn schon wieder drin? Dann reicht's aber. Hier sind überall mehr Leute. Als wenn hier... Die sind alle voll wieder. Mit Kartons. Das ist wieder ein Lagerraum. Ich hab mir gedacht. Erklärt es heute. Lass den! Ich mach doch nur eine Totale. Hältst du jetzt echt am Band fest? Ja, kennt ihr genau. Schön fest sein. Das gibt's doch nicht. Wo sind die Schaufeln denn alle geblieben? Wilfried, wo sind die Schrippen? Da! Welche?
Das Ding ist doch so schwer, da will ich nie mehr arbeiten. Wieder alle Schaufeln weg, das kannst du nicht erfinden hier. Ist das dein Ernst? Was denn? Ja, wer war das denn? Da warst du! Du lässt das da auch einfach drin liegen, ne? Ja, wird ja jetzt momentan nicht gebraucht, dann bleibt das liegen. Wird nächstes Mal weggeräumt. So, ja! Boah! Ja! Ist, ich schrub ja Football in einen Innigritz. Ich weiß, wo die Schrippen sind. Ich weiß, wie. Kann wieder nach vorne laufen. Garantiere für vorne im Heizungsraum. Ich weiß nicht, warum die in den Heizungsraum sind. Schau, wir brauchen wir hier und nicht im Heizungsraum. Aber das kenne ich hier. Sind vorne sind ein bisschen Arbeit gewesen. Bloß nicht zurücklaufen, einfach hier in den Heizungsraum. Also gleich zu gucken, ob die da sind. Du warte! Ich warte jetzt nicht! Jetzt frag nicht, wo gehst du hin, Udo? Die Frage kann ich dir selber beantworten. Mir geht jetzt auf ein Konzert von dem Wildecker Herzbuch und schon ein Tanzen. Blöde Anfrage, ey! Du hast dich doch selber gefragt! Wenn du sonst die Frage gestellt hättest. Die Zeit ist vorbei, wo mir blöd ist. Weißt du noch, wie Udo große Reden gesprochen hat, aufzumechen? Nur kann man ein schönes, gerades Ergebnis rauszukriegen und die Flächen auszumechen. Ich hab die Schnauze so voll. Ich komm da nicht drüber weg. Jetzt können wir hier wieder versetzen, weil er viel zu weit nach hinten steht. Muss hier hin. Und dann haben wir die Flucht. Hält dir große Reden und vermisst dich selber, der Dussel. Du hast dich hier wieder vermessen. Ich hab mich nicht vermessen. Also lang quatschen bitte gleich. Ich will hier nicht heiter wegen Popilis hier. Mir hat das alles akkurat gemacht. Das passt nachher. Aber der Pfeiler da vorne passt nicht. Der erste, der ist zu weit dahin gekommen, weil wir. Aber du hast das doch alles ausgemessen. Nee, nicht ich alleine. Du warst auch dabei. Du hast doch hier große Reden geschwungen. Ja, die Rede, die schwinge ich auch gleich noch. Da werde ich dir den Kopf zwischen die Ohren weghau. Liebe Zuschauer, heute setzen wir Pfeiler, weil wir müssen ja neue Banden dran machen. Also wird das lehrreiches Video. Das wird ein verdammt lehrreiches Video. Und was lernen die Leute, wie man Pfeiler im Boden setzt? Richtig. Wie man das ausmisst. Das hast du ja bewiesen. Das habe ich bewiesen. Du stell den scheiß Pfeiler nicht. Komm hier lieber rüber. Immer geradeaus. Die Löcher, die passen genau, da werden die abgesetzt. Ja, aber wenn der Pfeiler schon nicht passt, wie sollen denn die anderen passen? Das passt! So, jetzt lass das einfach jetzt. Wir wollten ein vernünftiges, lehrreiches Video machen. Und bitte, jetzt hör auf, mich in mein Konzept zu stören, weil sonst sind meine Gehirnzellen, die dann sagt A zu B, B sagt zu C und D sagt zu E. Das geht nicht. Das sind zu viele Inputs. Kurze Frage an dich. Ja. Wichtige Frage. Ja. Kannst du die beantworten? Ich kann doch keine Frage beantworten, wenn die noch gar nicht gestellt ist. Wie soll ich denn eine Frage beantworten, die noch nicht gestellt ist? Wie kann man so blöd sein? Du hast ja eine Maulwurfsperre gebaut. Ja. Also kommen die Maulwürfe nicht mehr auf den Platz? Nein. Was ist, wenn die Maulwürfe noch auf dem Platz sind? Wir haben jetzt 6 Tage gewartet. Da ist kein neuer Hügel gekommen. Ja, aber die können ja trotzdem auf dem Platz sein. Nein, dann wären die schon längst wieder oben. Bei 8 Grad, 9 Grad. Willst du mir wieder schlecht reden, ne? Ja, berechtigte Frage. Ja, das hat bestimmt wieder einer, der hat dir das wieder zugesteckt. Und hast du gesagt, oh, warte mal, da kann ich Udo wieder nachfragen. Da ist nichts. Das sind alte Maulwurfhügel. Und da ist keiner seit... Hügel. Hügel. Thomas Gottschalk hat übrigens angerufen. Was will der denn jetzt? Jetzt sein Lockenwickler zurück, wo du deine Augenbrauen mit gekröselt hast. Ich krösel dir gleich so ein. Also wirklich, jetzt reicht's. Wir fangen schon wieder an zu diskutieren. Nun lass uns doch die Pfeiler setzen. Wir machen jetzt in letzter Zeit richtig lehrreiche Videos und die sind auch top. Da regst du mich auch nicht so auf. Heute bist du eben wieder in so eine Laune mit deinen dummen Fragen. Lass uns doch Ich hab doch gar keine Frage gestellt. Nee, was war das mit den Hügeln? Ja, das ist eine berechtigte Frage, dass du die Maulwürfe einsperrst. Ja, aber hast du das auch eben 3 Wochen lang beobachtet, dass da kein neuer Hügel gekommen ist? Hi, opa, du Dussel, du. Mir weiß schon genau, was er tut. Wo willst du hin? Da vorne ist eine Debeldanzgruppe, die wollte dir mit... Was ist Eine Debeldanzgruppe. Pass auf, ein Loch! Ja. Steht den Sand da nicht rein. Da ist eine Debeldanzgruppe, die wollte ich gerne eben unterstützen. Dann kann ich das vielleicht auch. Ja, ist doch so. Debeldanz ist was anderes. Aber komisch, dass du dich damit auskennst. Ja, wie heißen die denn? Die der Debeldanzgruppe heißt das doch, oder nicht?
Du denkst schon wieder an hier die Old Stripperin. Nee, das ist das nicht. Table Dance aus Westernstadt. So, tippe, tippe, tippe. Die hauen doch mit ihren Glocken da auf Holz. Erstaunst du, was mir für Gelenkigkeit hat, ne? Das ist irischer Volkstanz, du Dussel. Ja, dann irischer. Das ist aber fast das Gleiche wie in den USA mit dem Table Dance. Warum machst du das nur? Vorne ein, hinsetzen. Wieso nicht uns? Der hat den Lorgen sind, man doch. Du kannst ja aber hier so befahren. Ja, gut. So, das ist so doof. Echt, du. Das hab ich schon gehört. Schwor, die Dinge. Was machst du jetzt denn? Komm mal her. Du die Füße da. Ja, was machst du denn da? Dann kann ich die besser hochheben. Und im Glas kommst du nicht. So, jetzt kann ich sie so hochheben. Hast du schon mal den Film gesehen, Hulk? Nee. Da war ich der grüne Männchen. Komm mal, Udo, da wächst schon Rasen. Ja, mir hat jetzt echt keine Zeit für Rasen. So, da vorne müssen wir einsetzen. Oh, das ein ja, oft hat wohl Daumen lang regnet und dann ist es aufsickert. Scheiß Ding ist so schwer und dann hat er ihn wieder verkehrt. Ach, das soll lehrreich werden. Erklär doch, was du machst. Mein Gott, du Heiopai, ich soll doch nur. Ich weiß die Pfeile da noch hin. Das sieht doch jeder, das braucht doch nicht erklären. Ja, du hast doch gesagt, du machst es lehrreich. Liebe Zuschauer, um das zu verstehen, ich habe jetzt erstmal einen Pfeiler reingesetzt. Da vorne auch, da wird jetzt eine Schnur gespannt, dass wir die Richtung genau haben. Wir können jetzt nämlich noch nach rechts und links ausweichen, wenn er nicht genau läuft. Ja, das ist ganz einfach erklärt. Herr Ziehen, ich versuche das nochmal bei Ihnen zu erklären. Pfeiler im Boden, da hinten Pfeiler im Boden. Schnur spannen, gucken, passt. Damit man ein schön gerades Ergebnis hat. Richtig. Um auszumachen. Richtig. Und was machst du jetzt? Ich halte den Pfeiler jetzt fest. Mein Bruder kommt ja mit der Schnur an. Der wird ja den hier rangesetzt. Dann sehen wir, ob das gerade ist. Und wenn er heute noch, wenn er kein Schnee liegt, dann wird er noch ein bisschen schneller laufen. Schnur dann wegholen. Du Hongkong oder was? China. Den Bogen muss ich dir dran machen. Dann kriegst du die Gradigkeit. Ich will doch nicht. Die Gradigkeit. Ich sag doch nichts mit dir. Kleine Erklärung. Mit so einer Schnur kann man wirklich gerade Ergebnisse rauskriegen. Ja, wieso lachst du jetzt? Du sagst das nicht. Ich warte ganz kurz. Lauf mir die Pille hier, bitte. Wilfried, lauf mir die Pille hier, Leak. Ey, der Brustkorne, der ist hundertprozentig Leak. Was wollt der mit Wouter machen? Soll der einen Seiltanz machen oder was? Und ganz ehrlich, er hat auch einen Schnittiger in seinen Anzug, ne? Das siebte Pinophysie, nee, Zylophysie-Konzert beginnt. Was? Ja, von Mozart, das siebte wie heißt das auch noch? Pilophysie-Konzert beginnt. Was? Pilophysie-Konzert beginnt. Pilophysie, du Dussel! Das Phoniker-Konzert, da fängt an. Du willst hier irgendwas sagen. Ja. Du sagst es und weißt nicht, wie es heißt. Ja, das heißt immer so, die siebte von Mozart, der Philosophie-Konzerte beginnt. Symphonie, du Dussel. Symphonie, genau, das meine ich doch. Ist genau das, fast das Gleiche. Aber mir ist auch kein Mozart, wie, mir weiß auch nicht alles. Wenn mir das einfach so in den Kopf geht, dann meine ich, das ist richtig. Caso Galerni. Und was sagt die Wasserwaage? Die erzählt mir gerade einen Witz. Und da habe ich innerlich so drüber gelacht. Was kannst du wieder blöde Fragen stellen? Wir lassen es. Wir wollen lehrreiche Videos machen. Eine Wasserwaage ist dazu da, dass man... Ob ich schüpp Homefoot in den Kopf. Da! Liebe Zuschauer, ich erkläre jetzt mal eine Wasserwaage. Eine Wasserwaage ist dafür da, dass man Objekte gerade kriegt. Das heißt, man legt das an und dann blubbert das immer dahin. Und das muss genau mittig stehen. Ja? Und wenn der Blubber genau mittig steht, ist das gerade. Und wenn ich den jetzt am Weg des Bauch halte und zum Kopf führe, ist das nicht gerade, weil der Bauch nämlich vorsteht. Hast du jetzt aber nicht erklärt, dass man die Wasserwaage auf den Boden hauen soll? Film das nicht! Das tut man nicht! Ja, wieso tust du es dann? Ja, weil er so schmal ist, da kommt es genau dazwischen mit. So, das steigt hier. Hey.
ist so stur. Ja, danke. Elli Molay. Du hast einen 700 Kilo Mann. Ich muss das doch filmen. Ja, das weiß ich ja. Lass den los. Ich will ihn doch filmen. Ja, das ist ein schöner Anblick, ob die Morsche geht. So, so. Komm, weg da. Ich sehe schon wieder so, der ist viel zu hoch. Ja, du hast aber doch die Löcher gebuddelt. Ja, warte auf, hier. Ja, Udo, da brauchst du kein Brett drauflegen, um das zu sehen. Ja, 20 cm. Der muss beruht. Dazwischen noch ein. Ja, und dann? Ja, und dann gucken wir, ob der auch genauso hoch ist. Ja, aber der ist doch viel zu niedrig. Der kommt doch wieder raus. Mein Gott, nee, ist das eigentlich so schwer mit dir, dass du es endlich mal begreifst. Ja, aber du hast doch gebohrt und gemessen. Einer, der arbeitet, kann auch mal einen ganz schnellen Fehler machen. Ja, aber du machst... Einer, der nicht arbeitet, der macht keine Fehler. Ja, aber du machst ganz schnell ganz viele Fehler. Ja, besser viele Fehler als gar keine Fehler. Und vor allen Dingen... Warte, er gibt keinen Sinn. Doch, man muss zu seinen Fehlern stehen. Und ich habe einen Fehler begangen. Da gebe ich auch ehrlich zu. Aber ich habe gearbeitet. Ich habe genauso geholfen. Das stimmt. Das hast du. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Kaffee gesoffen hast du. Die Scheiße passt dir wieder nicht. Ich werde hier wahnsinnig. Aber das ist auch kein Wunder, dass der höher. 6 Wochen sind die Löcher da. Geregnet hat, Sand ist nachgeschoben worden. Weil immer wieder verschoben worden ist. Immer wieder verschoben worden ist. Wir haben nicht, so wie jetzt Samstag, das war ein geiles Projekt. Haben wir fertig gemacht, rein damit, alles wieder zugemacht, hundertprozentig. Jeder hat seine Kraft damit eingesetzt und jetzt wieder dieselbe Kacke hier. Die alle drin haben, in den ganzen Löchern. Dann kommen die neuen Banden dran. Das heißt, da kommt dann eine Stange, eine Bandenhalterung dran, die wird da dran verschraubt. Dieser erste Pfeiler befindet sich überhaupt nicht in der Flucht. Das ist aber bewusst so, weil wir müssen am Ende eine gerade Kante haben und der Platz ist von oben richtig schräg, wie so ein Parallelogramm. Deswegen gehen wir hier ein Stückchen vor und ziehen das dann wieder hier gerade, so dass es auf einer Ebene ist. Da springt halt einer ein bisschen raus, weil sonst läuft diese ganze Bande von da hinten quasi so schräg raus, wenn du gerade sein willst. Und das sieht natürlich kacke aus. Das ist natürlich auch kacke, aber das ist unsere Lösung. Mit gemeinsamer Kraft sind die Pfeiler drin. Wenn euch das Video gefällt, also so die Feinarbeiten, die ersparen wir euch jetzt mit Sand auffüllen und dies und das. Wenn euch das Video gefällt, lasst mal einen Daumen da und schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr euch schon auf die neue Saison freut. Wird Zeit, dass ihr wieder der Ball rollt, ne? Ja, sonst kann ich die bald einlagern, die Bälle. Werden ihr nicht benutzt. Hast da Bälle liegen und werden nicht benutzt. Ich würde hier eine Rennbahn machen. Darf doch auch nicht benutzt werden. Ja, mach ich ja nicht, aber du kannst ja irgendwie... wir können ja eine Rennbahn hier raus machen. Weil Fußball gespielt wird ja schon seit Monaten nicht mehr. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von Outro. Nee, aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin. Oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil alles zu viel ist. Wir machen jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal, mir hat auch kein Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro, da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.